So, da bin ich wieder. Corona Transformation Tagebuch, Tag 73, Teil 73. Es ist jetzt 8:05. Also beste Tagesshow-Zeit. Ich mache das Video zur Primetime. Yeah, Rock'n'Roll. War ein heftiger Tag heute, also mit viel, viel Bewegung. Es ist so ein Tag, wo du quasi erst jetzt wirklich in so eine, ja, mehr oder weniger Ruhephase ist der falsche Begriff, weil ich werde noch arbeiten, aber es ist in so eine etwas ruhigeres Fahrwasser kommst, kann man sagen. Ja, früh aufgestanden, Töchterchen meinte, sie müsste heute mal eine Sonderschicht einlegen. Also sie ist sehr früh aufgestanden, wir dann auch. Meine Frau hatte dann die sehr gute Idee, dass ich vielleicht einfach sehr früh auch an den Rechner gehe, um schon ein paar Sachen abzuarbeiten, in dem Wissen, dass sie dann irgendwann ins Büro geht und ich dann meine Tochter habe. Und dann war das so ab morgens um 7:30 Uhr Dauerbefeuerung. Also erst ganz, ganz viel arbeiten, noch schnell fokussiert, auch unter Druck schnell Sachen weiterentwickeln. Die eine Projektskizze, an der ich gerade arbeite. Noch ein paar andere Sachen planen, ein paar E-Mails machen. Dann ging es los mit Töchterchen zu Hause, was dann dazu führte, dass wir so eine Doppelfunktion hatten. Ich musste zwei Videokonferenzen machen und sie war halt quasi mit dabei. Da nochmal einen großen Dank an meine unglaublich tollen Kunden, die dann damit leben können, dass da nicht nur ein Mädchen in einem Einhornkleid durchs Bild rennt, sondern dass die auch dann anfängt, den Teilnehmern der Videokonferenz selbstgemalte Bilder zu zeigen und so weiter. Das ist wirklich eine schöne Sache, muss ich sagen. Ich hoffe sehr, dass wir das auch beibehalten können. Jetzt gar nicht nur bei mir, sondern allgemein, dass es einfach überhaupt kein Thema mehr ist, dass auch Kinder mit dazugehören und mit dabei sind. Das sollte eigentlich so eine der Dinge sein, die wir mitnehmen aus dieser Corona-Krise, wenn es so in diese Zeitraum, diese Phase C reingeht. Und dann, ja, natürlich, da muss man natürlich auch sagen, es heißt natürlich nicht, dass jetzt immer wir damit leben müssen, dass überall Kinder mit dabei sind. Also es gibt auch ich habe Momente, wenn ich jetzt beispielsweise einen richtigen Vortrag halte oder ein Webinar habe, wo ich mich wirklich sehr konzentrieren muss, dann ist es natürlich so, dass ich auch konzentriert an dem System sitzen kann, arbeiten kann. Dann ist meine Tochter betreut, also das natürlich auch. Aber an sich, dass gerade auch so bei Videokonferenzen, bei Gesprächen, Meetings und so weiter und so fort, ein Kind dabei ist, irgendwie online rumtobt und auch mal stört. Ich finde, das sollte durchaus möglich sein. Das sollte sich auch keiner mehr Gedanken machen. Ja? Also die große Hoffnung ist einfach die, dass meine Kunden keine Ausnahme sind. Und trotzdem freue ich mich sehr, dass sie so sind, wie sie sind. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Ich habe eigentlich lange drüber nachgedacht, so über was ich reden will. Es gab so verschiedene Themen und dann bekam ich eine E-Mail mit einem Link drin zu einem Vortrag von mir auf einer Konferenz und da war mir dann sofort klar, worüber ich reden möchte, nämlich über das Thema, wir müssen mehr Technologie wagen. Was soll das jetzt heißen? Na, ich habe mir vor ein paar Tagen dieses Video gemacht, wo es darum ging, wir müssen mehr Theorie wagen, weil die Beschäftigung mit der Theorie auch auf einer Metaebene, also nicht nur immer dieses operative, jetzt mal eben schnell, sondern wirklich auch die Beschäftigung mit der Theorie rundherum, ein wichtiger Enabler ist, um Sachen zu verstehen, auch um so eine Art, wie soll ich sagen, Selbstständigkeit in Transformationsprozessen zu erzeugen. Das ist sehr, sehr wichtig, ja, dass man eben nicht nur abhängig von Beratern oder so ist oder im internen Bereich von Menschen, die dann irgendwie eine hohe digitale Affinität haben, wenn es jetzt um digitale Transformation geht, sondern dass man da überhaupt an sich, auch gerade auch als Führungskraft, in der Lage ist, durchaus mitzukommen, mitzudenken. Und da ist halt die Beschäftigung auch mit der Theorie, also ruhig auch mit der Perspektive der Philosophie, der Soziologie und so weiter, durchaus hilfreich. Ja, weil sie nochmal vieles zeigt und auch nochmal so Querverbindungen aufzeigt. Aber, ganz klar, Technologie ist eben auch ein zentraler Enabler, vielleicht der zentrale Enabler überhaupt. Ich sage ja immer, Technologie löst keine Probleme. Dabei bleibe ich auch. Ja? Also es ist nicht so, dass wir einfach nur Technologie reinstellen müssen, in irgendeiner Form, das läuft. Das haben wir ja auch schon gesehen bei den kläglichen Versuchen, so den Anfängen davon in den letzten Jahren, irgendwie so ein bisschen was mit Technologie in Schulen zum Beispiel reinzuschicken. Das hat ja nicht so funktioniert. Du musst natürlich überlegen, was hat das für eine Bedeutung für die Methodik, für Didaktik, für Lernmittel und so weiter und so fort. Und da wird dann die Luft dünn, wenn das dann nicht verhältnismäßig gut auch umgesetzt wird und geplant wird. Ja? Also Technologie löst keine Probleme, aber es ist der zentrale Enabler. Das können wir nun drehen und wenden, wie wir wollen. Das ist auch der Grund, warum ich mich, das ist schon ein bisschen länger her, vor ein paar Wochen in einem Video sehr aufgeregt habe über die immer noch extrem schlechte
Infrastruktur, digitale Infrastruktur in Deutschland. Das ist immer was, was mich immer wieder umtreibt und mich auch wirklich innerlich wahnsinnig macht, dass wir in dem Wissen, dass das natürlich die Grundlage dafür ist, überhaupt irgendwas digital zu machen, dass es einfach so derart stiefmütterlich behandelt wird. Ja? Also das ist beeindruckend. Jeder Blödsinn wird als wichtiger angesehen als das Thema Digitalisierung. Und ich kann auch nicht mehr hören, wenn die Verantwortlichen davon reden, dass Digitalisierung eine große Aufgabe ist, weil sie einfach da nichts tun. Ja, also sowohl die Summen, die da ausgegeben werden, sind in meinen Augen kläglich, als auch das, was dann damit einhergeht. Ja, also wir haben jetzt eine Situation, dass wir in der Corona-Krise einen unglaublichen Impact auf die Wirtschaft haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, so schön das ist, dass wir jetzt gerade viele Videocalls und Videomeetings und Webinare machen können, die Gesellschaft war niemals darauf vorbereitet, wenn es darum ging, mit Digitalität, mit Digitalisierung etwas zu bewegen. Ja, also das ist ein einziges Desaster, muss man einfach sagen. So schön die einzelnen Erfolge jetzt sind, ja. Aber das ist ja was, wo ich immer sage, das sind alles die meisten Probleme. Ich würde sagen, ich habe jetzt noch keins gefunden, aber wenn man die medizinischen Probleme rausrechnet, muss man sagen, die Probleme, die wir jetzt haben, die waren auch vorher schon da. Die werden nur jetzt sichtbar. Und in der Digitalisierung ist das ganz massiv. Ja, also das dürfen wir nicht vergessen. Also nochmal, wir haben keine digitale Infrastruktur in Deutschland, weder auf jetzt mal auf dem Basiswerten, ja, mit Geschwindigkeit, mit Leitungen und so weiter, auch nicht mit der Ausstattung von Organisationen und Unternehmen und so weiter, vom Denken und Handeln im Sinne einer digitalen analogen Lebensrealität ganz zu schweigen. Wir haben keine diesbezüglichen wirklichen Strategien. Ja, wir sind immer noch so, weiß ich nicht, gefühlt so im Anfang des 20. Jahr, Ende des 19. Jahrhunderts unterwegs. Das ist ein Desaster, muss man ganz ehrlich sagen. So, und dann ist natürlich der Punkt, dass man irgendwann mal sagt, ja, wir müssen mehr Technologie wagen. Und warum erzähle ich jetzt? Jetzt kommt dieser Punkt dieser Konferenz, diesen Link, den ich da bekommen habe. Es war nämlich ein Link zu einem Vortrag von mir auf einer Konferenz. Das mag man sagen, ja, das ist ganz nett, ne? Das Besondere war, ich hatte das in einem Video schon mal angekündigt, es war eine Virtual Reality Konferenz in China. Also ich habe neulich auf einer Konferenz in China gesprochen und ich sprach zur Frage, welche Bedeutung Gamification bei der Implementierung von Technologien in Gesellschaften und Unternehmen haben kann. Ja, also nicht dieses kleine billige Gamification-Zeug, so wir machen ein bisschen Rewarding, ein paar Punkte, ein paar Badges und dann sind die Leute angeblicherweise doch so unglaublich motiviert, ja auch den letzten dämlichen Prozess in irgendeiner Form voller Freude umzusetzen. Nein! Sondern wirklich die Frage, können wir das eigentlich nutzen, um einen völlig neuen Ansatz für die Digitalisierung unserer Gesellschaft hinzukriegen? Ja, und das ist etwas, was ich total spannend finde. Ich hatte dann, also ich habe es dann verhältnismäßig einfach hergeleitet. Ich habe halt gesagt, dass wir, wenn wir uns mal so angucken, so ein bisschen abgeleitet von Armin Assay, und seinem Buch Mustertheorie einer digitalen Gesellschaft, wo er nochmal darauf verweist, dass dieses Thema Digitalisierung ja eigentlich schon viel länger da ist, auch vor dem Aufkommen der Technologie, nämlich im Sinne einer Digitalität, dass sie nämlich schon sehr früh vor Hunderten, vor 150, vielleicht vor 200 Jahren angefangen haben, in andere Modelle zu gehen, wenn es darum geht, Städte zu planen, Wirtschaft zu planen und so weiter. Und wir haben einfach extrem viel Daten gesammelt. Und immer wo die Datenlage so komplex, so komplex, so komplex, dass wir irgendwann, ja, irgendwann in der Situation waren, dass wir eben eine Maschine brauchten, um die Komplexität noch in irgendeiner Form zu beherrschen, sprich, um mit dieser Masse an Daten umzugehen, weil es wir mit den althergebrachten Varianten nicht mehr tun konnten. Und davon ausgehend, ja, kann man natürlich sagen, wenn wir uns das mal so angucken, gerade noch in Digitalisierung, haben wir eigentlich immer die Situation, dass wir bestimmte Grundprobleme haben, die wir versuchen, über Digitalisierung zu lösen. Das heißt, der Grund, warum ich digitale Technologien nutze, in dem Fall in Shanghai ging es um das 5G-Netz, ja, um Technologien im 5G-Bereich. Wenn ich das nun mache, ja, dann bin ich in der Situation, dass ich das immer tue, um eine Lösung zu kriegen. Und meine Idee war zu sagen, können wir Gamification als Modell nehmen, das die Menschen an sich dazu bringt, also intrinsisch, ohne dass es dazu einen weiteren Mehrwert gibt, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Kann das so ein Enabler, so ein Verstärker nochmal sein, um einfach viel mehr Menschen dazu zu bringen, sich nicht nur, wie soll ich sagen, lösungsbezogen oder
anlassbezogen mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, sondern das wirklich auch machen an sich, weil es irgendwie Spaß macht, in Anführungsstrichen. So, und das Geniale an dieser Konferenz war, ich wurde eingeladen, da Sprecher zu sein. Nun war natürlich klar, ich konnte nicht nach Shanghai fliegen, so Corona und so weiter. Was wurde also gemacht? Ich habe meine Präsentation eingereicht und ich habe dazu ein Audio-File eingereicht. Also ich habe quasi den gesamten Vortrag als Audio-File weitergegeben und eine Präsentation. Und daraus hat man dann von mir einen Avatar gemacht und es gab eine Virtual Reality Conference, also wirklich einen virtuellen Raum. Jeder Mensch konnte sich da nun seine VR-Brille zu Hause aufsetzen und in diesen Raum betreten. Und dann war es wirklich ein großer Saal, wo die Menschen dann virtuell drin saßen und man konnte, ich habe das heute dann gesehen, mein Avatar hat einen Anzug an, das fand ich ganz faszinierend. Und nun habe ich mal meinen eigenen Vortrag gesehen, der komplett virtuell war. Also man hört meine reale Stimme, man sieht meine echte Präsentation, aber alles andere ist komplett animiert. Ja? Und das ist nochmal eine ganz andere Ebene als die Sachen, dass man irgendwie auf Zoom oder auf Skype oder auf irgendwas anderem miteinander redet. Ich habe das auch diese Woche wieder sofort. Ich glaube, mit einem können sogar 600 Leute kommen oder so, keine Ahnung. Das ist das eine, aber wirklich eine Konferenz zu haben, wo quasi ein Avatar, ein künstlicher Christoph Deeg erstellt wird, der dann diesen Vortrag hält, das fand ich beeindruckend. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, dass wir natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit extrem glücklich sind, dass überhaupt digital irgendwas funktioniert. Aber wir reden eigentlich für mich verhältnismäßig selten über die Frage, was wäre eigentlich technologisch möglich? Ja, also jetzt mal nicht von der Frage, was wäre jetzt möglich im Sinne von, sollten wir uns jetzt alle VR-Brillen besorgen, weil ob das jetzt alles noch so, also mal unabhängig von der Bandbreite und so weiter, aber da sind wir noch nicht so weit. Aber es ist hochinteressant, mal zu überlegen, was wäre eigentlich alles möglich? Wie könnten eigentlich Arbeitsräume der Zukunft aussehen? Das Homeoffice ist ja bis jetzt momentan irgendwie ein Ort für viele, wo du irgendwie einen Rechner und Internet hast und vielleicht noch ein Mikrofon und eine Kamera und dann ist das aber auch schon irgendwie Digital Homeoffice oder so, was natürlich eigentlich, wie soll ich sagen, kaum dem entspricht, was man sich darunter vorstellen könnte. Wir könnten natürlich ganz andere Kommunikations- und Medientechnologien nutzen. Ich habe da auch keine, Vision oder ein Konzept, wie man das jetzt machen sollte. Ja, aber wir haben natürlich Technologien, auch so Ideen wie Extended Reality, Virtual Reality, Augmented Reality. Wir haben Technologien wie die HoloLens von Microsoft. Ich habe die ja mal mal ausprobieren dürfen. Ich finde die sehr beeindruckend. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Und es ist ja schon eine von ganzen Smart Technologies, ja, also es ist auch so ein Punkt, über den man nachdenken kann, was es da alles gibt. Also wir haben ja noch lange, bei mir ist zumindest so, wir steuern über die Alexa vielleicht so ein bisschen meinen Kalender, so ein bisschen Licht, ein bisschen Ton, also dass wir irgendwie so Musik hören und so weiter. Aber wir machen ja nicht wirklich jetzt mal smarte Technologien. Ja, also das ist das, was mir immer so durch den Kopf geht. Es gibt ja diese alte Idee von mir, dass ich sage, ich möchte eigentlich gerne, das war so, entstand so in dieser Zeit, in der ich so viele Hotelübernachtungen hatte. Also ich hatte teilweise in den letzten Jahren 170, 180, 200 Hotelübernachtungen im Jahr. Und da war so die Idee, was wäre, wenn die Hotels eigentlich mehr oder weniger komplett klinisch, also so weiß wären. Ja, also jetzt das Gegenteil von dem, was man sonst probiert. Und ich habe so einen kleinen Chip in meiner Uhr oder in meinem Smartphone oder irgendwas anderem und ich komme da rein und dann verändert sich dieser Raum nicht eine Kopie, aber einem Raum, der sehr stark dem entspricht, was ich zu Hause habe. Ja, also die Bilder, die ich zu Hause habe, werden an die Wand projiziert. Ich habe dann einen virtuellen Plattenspieler und die Playlist, also die Vinylsammlung ist natürlich echt, die ist virtuell, aber ich kann die anklicken und kann genau meine Plattensammlung hören. Ich habe eine spezielle Playlist für Video, für sonst was. Vielleicht sind sogar, ich habe jetzt hier in meinem Arbeitszimmer sehr viele auch so großflächige Projektskizzen, also auch die Projektskizze, an der ich gerade arbeite, die ist ja erstmal analog erschaffen worden und dann hängt die hier und dann wird das Ganze nochmal durchdacht, übertragen und digitale und so weiter. Also das sind alles so Fragestellungen, ja, die man machen könnte. Das wäre so eine Idee, man kommt da rein und sofort ist quasi der Ort, an dem ich bin, quasi mein Ort. Ja, das wäre aber eine Option, die man machen könnte. Ne? Es gäbe die Frage, können wir nochmal über andere Technologien Dinge visualisieren? Ich habe das gerade im Bereich Revision, also wenn es um digitales
Risk Management geht, wenn es um Revisionsarbeit im Kontext der Digitalisierung geht und so weiter, gerade bei so größeren Konzernen. Da haben wir halt die Situation, dass wir mit völlig veralteten Technologien eigentlich arbeiten. Ja? Wir könnten längst, also technologisch gesehen wäre das, glaube ich, jetzt schon möglich, dahin kommen, dass wir quasi Echtzeitsimulationen des Unternehmens entwickeln könnten, in denen auch die Manager sich drin bewegen könnten und ausprobieren könnten, was passiert, wenn ich da das und das entscheide, was für Risiken sind da. Also quasi nicht darauf warten, dass der Revisionsbericht in irgendeiner Form gedruckt oder von mir aus noch als PDF oder sowas ankommt, sondern quasi live erlebbar ist. Ja, das wäre aber ein ganz anderes Modell. Also der Revisor, der quasi seinen Revisionsbericht gar nicht mehr so als klassisches Dokument verschickt, sondern die Daten eingibt in ein Modell, das dann wiederum einen digitalen Erfahrungsraum für den Manager schafft. Das könnte ja auch übrigens völlig egal sein, wie der funktioniert, ja. Das ist ja auch so ein Punkt. Man könnte ja überlegen, ob man beispielsweise dann die Situation, da gibt es einen Manager, der mag gerne bunte Computerspiele, ein anderer, der mag gerne einfach so Modelle, wo es um schöne, schöne Natur geht oder sowas. Und du kannst dann quasi die Daten, die gesammelt worden sind, in das jeweilige Lieblingsformat übertragen zum Beispiel. Ja, oder man könnte auch Personen wieder auferstehen lassen. Ne? Also jetzt beispielsweise, wenn wir so historische Themen haben, könnten wir immer wieder uns hinsetzen und könnten uns überlegen, ob wir in irgendeiner Form sowas haben wie, dass eine Person wie Dürer hier in Nürnberg oder irgendjemand anders, Goethe, wieder aufersteht. Ja? Also es gibt ja überall in den Orten historische Personen. Da wäre es eine total spannende Sache, wenn wir mit denen also so ein bisschen dieses Holodeck-Modell, wenn ihr das kennt, bei Star Trek, da war das so, dass man mit diesen historischen Personen dann irgendwie, ich glaube, pokern konnte. Data macht das, glaube ich, irgendwann mal. Was sehr lustig war, weil ein paar von denen wie Hawkins oder so sich selber gespielt haben, so eine Mini-Nebenrolle. Ja? Also wie gesagt, ich habe da nicht die finale Idee im Kopf, nicht das finale Konzept, wie man das jetzt bauen kann, aber ich glaube, es wäre eine sehr spannende Sache, da auch nochmal hinzugehen und genau sich zu überlegen, was wäre eigentlich mal das Maximum an digitaler Technologie, was wir uns vorstellen könnten, um eben sowas wie Homeoffice, um wie eine digitale Gesellschaft oder so eine Post-Corona-Gesellschaft wirklich zu realisieren. Ja, also das finde ich total spannend. So in dem Kontext finde ich es ja auch so faszinierend, dass ich glaube, es wird ja jetzt so sein, dass die Lufthansa vom Staat massiv unterstützt wird. Das ist jetzt sehr faszinierend. Ich habe heute gelesen, dass für die Lufthansa extrem wichtig ist, dass ganz viele Leute weiter Business Class fliegen. Da machen die ganz viel Geld mit. Ja, und stellt euch mal, jetzt ist lustig, der Staat finanziert also auf der einen Seite ein Luftfahrtunternehmen, das unbedingt reisende Manager braucht. Und auf der anderen Seite wird in digitale Technologien investiert, mit dem Ziel, dass eben diese Manager nicht mehr reisen. Das ist ein Paradoxon, was ich nicht ganz verstehe. Gut, wer bin ich auch, dass ich das wissen könnte? In dem Sinne, ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch, morgen einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Bleibt gesund, werdet gesund. Bis dann. Ciao, ciao.